Aufstiegsrunde zur Kreisliga A. Der erste Spieltag ist absolviert. Die Ergebnisse SG Freiheim der Schwanden 2 gegen Kilsberg 0-6. Und hier in Hügelheim, wo wir gestanden sind, jetzt Sportverein Hügelheim, SV Biederbach, Kreisliga B 4 gegen Kreisliga B 2, torlos 0-0. Bei mir beide Trainer, Andreas Sutterlinger, Sportverein Hügelheim und Roland Werner, ich darf mal ruhig ein bisschen zeigen hier, gell? Vom SV Biederbach, also 0-0. Was ich jetzt gesehen habe, erste Halbzeit ging an euch, Andreas, und zweite Halbzeit an SV Biederbach, habe ich das so richtig gesehen? Ja, ganz kurz und knapp auf den Punkt gebracht, ja. Also wir hätten in der ersten Halbzeit, denke ich mir, waren wir die dominierende Mannschaft, ballsicherer, auch mit der ein oder anderen Chance, wobei man natürlich nicht aus Acht lassen darf. Auch Biederbach hat eine Riesenchance gehabt, die unser Torwart natürlich zunichte gemacht hat, bravourös. In der zweiten Halbzeit wurde dann, ich denke mir, bei meinen Jungs hat die Kraft nachgelassen. Und das hat Biederbach natürlich gerochen und hat natürlich dann auch Druck aufgebaut, hat auch die ein oder andere Chance gehabt, dass man am Ende sagen muss, wenn man beide Halbzeiten zusammennimmt, ist das Unentschieden absolut gerechtfertigt. Und Holland, wenn man im ersten Aufstiegsspiel äußerst den Punkt holt, darf man doch zufrieden sein, oder? Ja, okay, mit diesem Thema sind wir auch hierher gefahren. Ich kannte die Mannschaft hier nicht. Ich wusste nicht, was hier auf uns zukommt. In der Tabelle haben sie die Runde 82 Punkte geholt, 103 Tore geschossen. Da war es ja klar, wir müssen erstmal kompakt stehen, da ich eh ein bisschen ein Stürmerproblem momentan habe mit meinen verletzten Stürmer. Das haben wir auch gemacht, wobei der Gegner bärenstark angefangen hat. Also die ersten 10 Minuten habe ich gedacht, mein lieber Mann, ob wir das Spiel durchhalten mit dem hohen Tempo, wie die gegangen sind und wie ballsicher sie waren. Aber so, wie es schon gesagt, in der zweiten Halbzeit, denke ich mal, hatten wir auch unsere Chance. Also ein völlig ausgeglichenes Spiel. Ich denke, mit einem 0-0 können wir beide leben. Mhm. Und Andreas, Aufstiegsrunde immer, Entschuldigung, das Wort, geile Sache, aber heute, denke ich mal, waren 300 Zuschauer da, Schiedsrichter gespannt, Stadionansage. Ich denke, da macht die Sache Spaß. Und bei der Fünfergruppe und zwei können aufsteigen, da kann man sich mal der ein oder andere, höchstens eine Niederlage kann man erlauben. Und ich denke mal, 7 bis 9 Punkte braucht man dann. Also ich denke mir auch, wir haben es von Anfang an gesagt, wir brauchen auf jeden Fall 8 Punkte. Mit 8 Punkten könnten wir durch sein. Heute war es leider nur einer für uns. Aber ich denke mir, die Jungs, die sind immer noch heiß, sie laufen am Anschlag. Das haben wir mit Sicherheit auch gesehen, Mitte zweiter Halbzeit. Ich hoffe, dass es keiner stärker verletzt wurde. Gerade Erik Metz mit den Außenbändern, der Felix Bohm, der schon lang am Knie rummacht. Ich hoffe, dass wir sie wieder fit kriegen auf den Sonntag. Und dann fahren wir frohen Mutes nach Kichlingsbergen. Mhm. Jetzt habe ich gerade mal durchgerechnet, 8 Punkte, dass Sie dann 2 Spiele gewinnen, 2 Unentschiede. Habt ihr den Anfang gemacht, Roland? Der Zwang aufzusagen oder man nimmt es halt mit, wenn es geht, ist geht, wenn nicht. Seid ihr schon mal vor den Aufstieg und dabei zu sein? Ja, okay, bei uns war es so, dass wir eigentlich in der Rückrunde oder zu Beginn der Rückrunde eigentlich schon weg waren. Und die Aufstiegsrunde zu erreichen, ist für uns schon jetzt ein riesen Erfolg. Wir gehen jetzt natürlich auch ein bisschen am Stock. Aber wichtig war es für mich, auswärts nicht zu verlieren. Und jetzt haben wir 2 Heimspiele gegen Kichlensberg und gegen Breisach. Erstmal eine Woche Pause, was ganz wichtig ist, um die Verletzten zu regenerieren. Und dann haben wir in 8 Tagen 3 Spiele und dann werden wir sehen, wo wir am Schluss stehen. Und wir gehen jetzt auch, der Regen fängt wieder an. Ich wünsche euch alles Gute. Ich glaube, wir sehen uns im Laufe der Aufschlusssonde nochmal und herzlichen Dank für das Interview und bis dann. Tschüssi. Ne? Danke auch. Dankeschön. Tschüss.